Also wir sehen da vor allem vier Treiber dahinter. Das eine ist natürlich der technologische Treiber, sprich, dass über Internet oder vor allem noch viel mehr Mobiltelefone jetzt halt einfach das technische Tool da ist, um ganz schnell, ganz niederschwellig einzutreten in diese Austauschprozesse, die über Plattformen, also organisatorisch sehr einfach gemacht werden. Die Transaktionskosten gegen null, die Plattform macht die organisatorische Möglichkeit. Wie gesagt, GPS-unterstützte Daten helfen für den Austausch, Reputationssysteme ermöglichen halt Vertrauen halt zu gewährleisten bzw. Zweifel zu beseitigen, die man vielleicht hat, wenn man in solche Tauschprozesse eintritt. Oder es müssen auch nicht nur Tauschen sein im traditionellen wirtschaftlichen Sinne, sondern es können auch einfach Schenkprozesse sein oder andere Möglichkeiten. Ja, das ist also der technologische Treiber. Ein anderer Treiber sind natürlich auch wirtschaftliche Treiber. So, vor allem seit der Wirtschaftskrise ist es nicht umsonst, dass das auch etwas zusammenfällt. Da natürlich durch Wegfall von traditionellen Arbeitsmodellen, feste Stellen und so weiter, Leute auch ein bisschen gezwungen waren, neue Einkommensmöglichkeiten oder Einsparungsmöglichkeiten zu finden. Und da bieten sich diese Plattformen zum Teil halt auch an, beziehungsweise die Share Economy will ja letztendlich eine bessere Ressourcennutzung auch haben. Im Idealfall hat das halt auch ökologische Vorteile oder auch soziale, dass Menschen zusammenkommen, um Dinge zu teilen oder gemeinsam zu tun. Aber es gibt halt auch zwei eher nicht technologisch-wirtschaftliche Bereiche, die auch als Treiber sind. Das andere sind die ökologische Treiber, dass man halt einfach sieht, dass man halt an planetarischen Grenzen angekommen ist und Ressourcen besser nutzen will und deswegen halt eine höhere Ressourceneffizienz macht. Das heißt, dass man sich anfängt zu ärgern, dass das eigene Auto draußen und rumsteht am Rand 95% der Zeit und nicht genutzt wird und man versucht halt, einerseits halt das auch mehr zu nutzen, zum Teil aus wirtschaftlichen Gründen, aber zum Teil halt auch aus ökologischen Gründen. Und ein vierter Bereich ist auch, den wir mehr so bezeichnen als eine soziale Komponente, dass Leute halt gerne einfach zusammenkommen, um wieder was zusammen zu machen. Im Gegensatz so zum autistischen Materialismus, Konsumismus, wo man einfach nur was kauft und alleine konsumiert, dass man zusammenkommt, um Dinge gemeinsam zu konsumieren oder gemeinsam zu produzieren. Also auch ein gemeinschaftlicher Gedanke, der dahinter steckt. Also alle vier Treiber beeinflussen sich auch gegenseitig oder verstärken sich sogar. Deswegen ist auch teilweise dieses exponentielle Wachstum auch zu erklären. Also ich habe das sehr oft erklärt, weil ich habe ja Unterschriften gesammelt. Also um so eine Volksinitiative überhaupt, dass die überhaupt abgestimmt werden kann, muss man ja 100.000 Unterschriften haben. Und das bedeutet, man muss unendlich viele Gespräche auf der Straße führen. Und da merkt man schon, dass die Leute, die meisten, ganz klar so mit diesem Spruch rumlaufen, ist oft dieses Bibelzitat, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und das wird dann nicht so, also das wird dann sofort auf die Geldökonomie übertragen, dass man sagt, also man muss arbeiten, man muss Geld verdienen, damit man ein Recht hat, überhaupt zu existieren. Das steht ja in dem Satz überhaupt nicht drin, in dem geht es gar nicht um Geld. Aber die Leute sind sehr stark fixiert auf diese Vorstellung, ich arbeite und dann kriege ich pro Stunde oder pro Monat oder so einen fixen Betrag, der irgendwie genau auf das abgestimmt ist, was ich geleistet habe. Und wenn man dann so ein bisschen nachfragt, dann merkt man schon sehr schnell, dass das eine Ideologie ist und dass es für viele Leute überhaupt nicht zutrifft. Also für Hausfrauen zum Beispiel nicht. Die arbeiten, ohne dass sie solche finanziellen Anreize haben. Aber auch für Leute, die geerbt haben oder für Leute, die Finanzspekulation betreiben. Also es gibt einen großen Bestandteil von Menschen, die überhaupt nicht nach diesem Modell leben und trotzdem ist es ganz stark in den Köpfen drin, dass man arbeitet nur dann, wenn man Geld kriegt. Und umgekehrt, dass man Geld kriegt nur dann, wenn man arbeitet. Das ist dieser Zusammenhang. Man kommt dann aber ziemlich schnell, wenn man mit den Leuten redet, auf den Punkt, wo sie merken, das stimmt überhaupt nicht. In ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen. Und da gehe ich dann davon aus und sage, ja, das könnten wir ja eigentlich dann auch mal ernst nehmen, dass wir sagen, es funktioniert sowieso nicht so. Also könnten wir uns ja eigentlich ein System überlegen, wo diejenigen, die arbeiten, ohne Geld zu kriegen oder sonst irgendwie nicht mit dem Modell übereinstimmen, dass wir das besser auf die Wirklichkeit kriegen. Und das ist die Idee des Grundeinkommens, dass man sagt,
Es brauchen ja alle Menschen in unserer heutigen Gesellschaft Geld, um überhaupt zu existieren. Dann könnte man ja den Leuten dieses Geld einfach mal geben. Und zwar jetzt nicht, dass sie in Luxus leben können, sondern dass sie das, was sie brauchen, also Miete und Essen, und also eine Wohnung und Essen und eine gewisse medizinische Sicherheit oder so, dass sie das erstmal haben und dass sie von da aus dann tätig werden können. Das ist eigentlich die Idee. Und nach meiner Erfahrung, wir haben ja relativ gut die 100.000 Unterschriften zusammengekriegt. Wenn man mit den Leuten redet, dann leuchtet das relativ schnell ein, dass die Leute denken, ja klar, ich will nicht einen Luxus ohne Arbeit allen ermöglichen, aber eine Existenz will ich eigentlich schon, weil im Grunde haben wir das ja auch schon. Wir haben das ja mit unseren Sozialstaaten, dass jemand, der keine Arbeit hat, kriegt Arbeitslosengeld, jemand, der sonst irgendwie Probleme hat, kriegt irgendwelche Versicherungsgelder oder Sozialhilfe oder so. Also eigentlich haben wir das ja schon. Und der Switch ist die Bedingungslosigkeit, dass wir sagen, anstatt dass wir die Leute piesacken, indem wir sozusagen Bedürftigkeitsnachweise erbringen lassen, was ja eigentlich ein Quatsch ist, weil wir sind ja alle bedürftig, lassen wir das einfach weg. Und dann haben wir eigentlich gar nicht so eine wahnsinnige Änderung, weil ein Sozialstaat sind wir ja schon. So, das ist eigentlich der Witz. Dieses Modellprojekt in Finnland, das scheint ja mehr so ein neoliberales zu sein. Da geht es darum, dass der Sozialstaat möglichst zusammengestrichen wird. Das ist ja auch eine eher Mitte-Rechts-Regierung, die jetzt das vorschlägt. Die möchte gerne einsparen. Der Staat soll möglichst, also ich meine, wir haben ja, der Staat ist ja, wie gesagt, rechte, linke Hand. Die linke Hand, die gibt, versorgt und so weiter. Das ist die Daseinsfürsorge. Und die Rechte, das ist die, die dafür sorgt, dass es Sicherheit gibt, also Polizei, Gerichte, Militär und so weiter. Ne? Also dafür gibt es immer Geld. Und die andere soll möglichst eben, die soll möglichst kurz gehalten werden. Da soll eingespart werden. Und man glaubt, dass man eben durch ein bedingungsloses Grundeinkommen soziale Gelder einsparen kann. Und da kommen wir halt zu einem großen Problem, mit dem ich eben nicht einverstanden bin. Also ich finde, es ist gut, wenn das mal probiert wird, aber ich glaube, es ist nicht das, was wir wollen. Denn wichtig ist, dass es eben Solidarität gibt. Was Liane gerade ansprach über die Staaten, zeigt ja, dass es im Leben immer wieder Momente gibt, wo die Menschen auf andere angewiesen sind, weil sie einfach auf andere angewiesen sind. Sie haben nicht mehr die genügend Kraft oder noch nicht, um selbst für sich zu sorgen. Und das ist es halt, wenn die Gesellschaft solidarisch sich zusammentut und sagt, es ist kein Problem, es wird für euch, es wird für uns gesorgt werden. Also man sozialisiert diese Risiken, ne, die werden also von der Gesellschaft getragen, dann kann eine Gesellschaft in Ruhe leben. Aber wenn das so eine wahnsinnige entsolidarisierte Gesellschaft ist, jeder ist, soll zusehen, wie er zurechtkommt, bis zum Grab, von der Geburt an bis zum Grab, das geht einfach nicht. So eine Gesellschaft geht einfach vor die Hunde. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen würde das ermöglichen. Denn also selbst wenn jemand dafür ein bisschen Geld hat, um jemanden dafür zu bezahlen, dass er ihm die Einkäufe macht oder sowas, also dann würde das zum Beispiel allein schon ermöglichen, dass die Menschen ein bisschen besser leben können. Ich finde aber, also das ist eine ganz wichtige Sache. Es muss eine Gesellschaft sein, in der die gesellschaftliche Solidarität wichtig ist. Dann, da bin ich völlig einverstanden mit Ina, wir müssen wegkommen von dieser Vorstellung, dass alles wachsen, wachsen, wachsen muss. Man kann, Mütter sind Unternehmerinnen. Also ich meine, als Hausfrau und Mutter, da sind wir Managerinnen, Unternehmerinnen, was weiß ich. Ich muss so viel unternehmen, so viel mir überlegen, wie ich irgendwelche Sachen zusammen erledigen kann, wie ich mit dem Geld zurechtkomme, was ich alles für Menüs zusammenstelle, damit meine Kinder und andere Leute, also die auch dazugehören, eben sich ordentlich ernähren und so weiter und so fort. Also da bin ich schon Unternehmerin die ganze Zeit. Ich gehe nicht profitorientiert um. Ich bin halt eine Non-Profit-Organisation, sagen wir mal, wenn ich im Haushalt arbeite. Aber Unternehmerin bin ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist kein Problem. Das würden viele Menschen auch sein. Aber wir müssen wegkommen von diesem Für-Profit und wir müssen wegkommen von dem ewiges Wachstum. Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht notwendig, sondern es muss einfach so viel da sein, dass wir genug haben. Genug für alle. Das ist so ein Schlagwort, das ganz wichtig ist. Genug für alle. Da würde ich gerne zurückkommen, Ina, da kannst du wahrscheinlich sogar noch als Theologin viel mehr sagen. Das ist die wunderbare Brotvermehrung.
Es gibt nur ganz wenig Brot, aber wenn man teilt, reicht es für alle und es bleibt sogar übrig. Ne? Also ich habe ja selbst auch sehr viel outgesourced, habe auch andere Plattformen genutzt. Zum Großteil die Vorgängerplattform von Upwork, vom jetzigen Upwork Elance. Und man kann das nicht pauschal sagen, aber natürlich haben wir ja aufgrund unserer Erfahrungen sozusagen gesagt, okay, hier und da fehlt noch was, das könnte man verbessern. Bei Elance war das zum Beispiel die Echtzeitkommunikation. Das ist ja bei Upwork jetzt ein bisschen anders, aber damals war sehr schwierig sozusagen in Echtzeit mit dem Auftraggeber zu kommunizieren oder eben auch mit dem Freiberufler zu kommunizieren. Was auch gefehlt hat, gerade bei, wenn man beginnt auszulagern, hat man oft Schwierigkeiten, die richtige Person auszuwählen. Das heißt, uns war wichtig, dass wir eben einen Vertrauensfaktor reinbringen, indem wir sozusagen auch Empfehlungen machen, wenn das gewünscht ist. Das heißt, wir helfen bei der Auswahl des richtigen Freelancers. Das ist nicht immer der teuerste, ist nicht immer der billigste, ist nicht immer der, ja, da gibt es viele, viele Graustufen und wir versuchen eben, die Personen, die aus unserer Sicht zusammenpassen, zusammenzuführen. Das ist auch ein kostenloser Service von uns. Und ja, auf Upwork, Fiverr und wie sie alle heißen, ist es auch schwierig, gute deutschsprachige Freelancer zu finden, meistens zumindest. Und ja, das gehen wir auch verstärkt rein und wir versuchen eben auch in den verschiedensten Bereichen gute deutschsprachige Freiberufler-Service-Provider an Land zu ziehen und onzuboarden bei uns. Ja. Ja, ein Stück weit braucht man auch sowas wie Anarchie. Offene, vollkommen unstrukturierte Räume, in denen Sachen ausprobiert werden. Das, der experimentelle Modus ist unglaublich wichtig. Sachen, die nicht schon geprüft und für gut befunden und ein Badge haben und dann von oben sozusagen eingeführt und implementiert werden, sondern Räume, in denen gesponnen werden darf und in denen verrückt gespielt werden darf und in denen Anarchie herrschen darf. Aber das ist genau wie bei der Meditation. Ich brauche, oder sagen wir, der gute alte Begriff Muße. Ich brauche Zeiten, in denen nichts von mir verlangt wird, in denen nichts organisiert ist und in denen ich frei, verrückt, ich selbst sein darf. Die meisten Leute können das ja gar nicht mehr oder trauen oder kriegen dann Angst, wenn sie in so einen Freiraum fallen, der zufällig entsteht. Ich finde, man muss solche Räume organisieren und muss die Leute auch enablen, das zu lieben und zu suchen und zu mögen und keine Angst davor zu haben. Der Witz besteht darin, dass man das für sich selber framen muss. Wenn ich im Netz rumspiele und spinne und in meinen Netzwerken sozusagen alles auf mich zukommen lasse und sage, ah, Serendipity, come to me, dann kann ich das nur richtig gut genießen und gut finden und nutzen und für mich persönlich angstfrei, dass es mein Leben zerstören würde, nutzen, indem ich es selber frame und sage, das mache ich jetzt eine Stunde, egal was passiert und egal, wo es mich hinführt. Aber in einer Stunde um 10 will ich was anderes tun und dann bin ich wieder raus aus diesem Modus. Und alle Leute, die meditieren, kennen das. Selbst wenn du voll reingefallen bist in deine Yoga-Meditation oder sonst was, du weißt immer genau, dass du es in der Hand hast, wann du damit aufhörst. Und du brauchst keine Angst davor haben, dass du dich plötzlich einen Tag lang aus der Welt findest. Ich meine, es sei denn, du nimmst Drogen, das, sowas mache ich nicht. Sondern du weißt ganz genau, dass du das Gespür dafür hast, dass du nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde innerlich sagst, so, jetzt gehst du wieder raus. Und wenn man Angst davor hat, dass man sich im Netz verliert, dann liegt es daran, dass man das nicht gelernt hat. Aber man kann das lernen. Musik.